So, also ja, das wäre dann der abgesteckte Bereich. So, das speichern wir erstmal kurz. Gucken mal, wie weit sie hier so sind. Hier wird's. Hier sieht's auch immer besser aus. Okay. Also immer die 14 Reihen haben wir gesagt. Das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dann 2 freilassen. 1. 2. 2. Jetzt habe ich verzählt. 1, 2, 3, 4, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, hallo leck, 14, 1, 2, 3, hallo, was ist jetzt so schlimm, 1, 2, 3, 4. Ja. Also im Augenblick ist der Lag arg schlimm. Das, obwohl die Auslastung gut sein sollte. Ernsthaft. Zeit. Ja, 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Eins frei reicht. Ich glaube, das können wir bis ganz nach außen machen. Ja, das war jetzt zu viel hier. Eins, zwei, drei, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, 14, ja, 15 mit dem hier. Aber weshalb so wild, das ist nur ein kleines Fitzelchen und hier ist ziemlich viel, was wir freigelassen haben. So, das heißt, ich schnappe mir das Bild nochmal. Ist das die Mitte? 1, 2, 3, 6, ja. 1, 2, 3, 6, ja, sind die Mitte. Ah ja, stimmt. Die müssen dann... nee, halt, du darfst bleiben. Die da müssen natürlich dann weg. Nicht die Erde, das muss weg, das muss weg. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So. Jetzt nehme ich das hier. Ernsthaft. Das hier. Hit. Ah. Das... Oh ja, doch, das war richtig. Ich hätte das irgendwie anders planen sollen, aber okay. Ah, wisst ihr was? Bevor wir hier weitermachen, gucken wir mal, wie weit die Jungs hier sind. Die können nämlich auch mal neue Anweisungen gebrauchen. Jetzt machen wir 9. Wenn das jetzt gerade ein bisschen mehr Arbeit ist, aber so wissen wir wenigstens, was wir noch zu bauen haben. Ne, die nehmen wir weg. So. So. Oh. Da sind zwei abhanden gekommen. Mal wieder durch den Lag. Ah doch, das dürfte passen. Und ist es wahr, wir erleben es, wie die erste Fläche von zweien vollständig ist. Guckt euch das an, dieselbe Höhe. Einwandfreie, gerade Fläche. Und wenn wir reinfahren, der reinste Horror. Und dort Baumstämme über uns, Holz, Teile. Yippie. Warten wir, bis sich unser Flettentrupp gesammelt hat. Die dürfen dann gleich mit dem Bauen anfangen. Wir haben ja erstmal genug Holz. Wobei, wahrscheinlich lasse ich 2 Holz fällen, wenn wir schon hier Holz liegen haben, während die restlichen 6 bauen dürfen. Ich finde es auch lustig, wie es immer wieder leckt, wenn ich den Jungs hier direkt Befehle gebe. Ah, und es hat begonnen. Und das geht auch schon wieder los. Was zur Hölle? Was geht denn hier ab? Da guckt man einmal nicht hin und das ganze Ding geht hier vor die Hunde. So, können wir das gleich schon mal hier beginnen.